haben wir genau gedacht, der ist vor 7 Minuten noch alle genau. Hier rechts die Luferstraße ist der Ballingham, benannt nach Albert Balli, der ist ein Direktor und Mitbegründer der Hapag-Lloyd-Reederei und hier vorne die Lombardbrücke, die meiste vorhanden wurde. Das ist mit der Bundeswehr abgesprochen, immer wenn ein Alter dann mal los, dann schicken die selbstverständlich die Brücke vor. Nein, diese Brücke, die meiste vorhanden Brücke, circa 100.000 Kraftfahrzeuge und 780 Nach- und Fernzüge. Und als diese Brücke den Thank you.